Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch wieder was Asiatisches zeigen, und zwar eins meiner Lieblingsgerichte, Rindfleisch mit Brokkoli. Das Ganze wie beim Asiaten, auch eines meiner Lieblingsrezepte. Super frisch, und die Kombination Brokkoli und Rind klappt wirklich sensationell gut. Müsst ihr unbedingt ausprobieren. Schaut es euch an. Ich hoffe, es gefällt euch. Alles liegt bereit für mein Rindfleisch mit Brokkoli wie beim Asiaten. Heute mal wieder traditionell im Wok. Ich habe hier schon mal bereitgelegt Rindfleisch. Das hier ist Rinderhüfte. Und die werde ich gleich so ein bisschen klein schneiden. Und dann werden wir die Rinderhüfte schön marinieren mit der Sojasauce und mit der Stärke hier. Und dann mischen wir das Ganze, dass es so ein bisschen durchziehen kann. Was brauchen wir an Gemüse? Natürlich, klar, wir brauchen Brokkoli. Den Brokkoli hier, den werde ich gleich in kleine Röschen schneiden, und dann werden wir den ein bisschen blanchieren und abschrecken. Zwiebeln, drei rote Zwiebeln habe ich hier, die passen super. Ingwer, ruhig ein bisschen mehr, passt immer gut. Knoblauch haben wir, zwei Zehen, die wir hier dazugeben werden. Ja, das war es an Gemüse auch schon hier auf der linken Seite. Auf der rechten Seite seht ihr jetzt hier alles, was wir für die Soße brauchen. Ich habe hier eine Rinderbrühe. Ihr könnt auch eine Geflügelbrühe nehmen, aber Rinderbrühe passt natürlich jetzt perfekt zum Fleisch. Zu der Rinderbrühe als Soße werden wir gleich Sojasauce noch dazugeben. Dann kommt dazu hier ein Sherry in trockener. Wir haben ein bisschen Wasser mit Stärke, das werden wir gleich mischen zum Binden. Etwas Zucker hier für den Geschmack zum Abrunden, das passt sehr gut zu dem Gericht und zu dem Rindfleisch. Und für die Schärfe ein bisschen Sambal Oelek. Wenn euch das zu scharf ist, nehmt ihr Chili oder Paprika, Rosenscharf oder Cayennepfeffer, was immer ihr nehmt zum Würzen. Soße, kein Salz, die Sojasauce ist wirklich salzig genug, das reicht auf jeden Fall. Und dann haben wir zum Schluss hier noch Frühlingszwiebeln, die werde ich klein schneiden zum Garnieren, und ein bisschen Sesamsaat. Ja, und zum Anbraten brauchen wir natürlich immer ein bisschen Öl. Ich habe jetzt hier Erdnussöl genommen. Ich finde, das harmoniert sehr gut mit dem Rindfleisch. Lässt sich hoch erhitzen und ist perfekt für die asiatische Küche. Ja, habe ich, glaube ich, auch alles angesprochen. Und dann kann ich mal loslegen mit den Vorbereitungen. Ja, zunächst fange ich an und schneide das Rindfleisch wirklich in dünne Scheiben, damit das gut mariniert werden kann und auch den Geschmack von der Sojasauce annimmt. Also wirklich ganz dünne Scheiben, so dass ihr mit Stäbchen essen könnt oder mit der Gabel, so kleinere Portionen. Dann mischen wir das Ganze mit der Sojasauce und mischen erstmal Rindfleisch und Sojasauce richtig ordentlich durch, damit das Rind die Sojasauce aufnehmen kann. Und als nächsten Schritt gebe ich die Stärke dazu. Und wenn wir die Stärke jetzt hier im Rindfleisch haben, dann mischen wir auch alles gut durch, so lange, bis alle Fleischstücken möglichst mit der Stärke bedeckt sind hier. Und dann können wir unser Rind auch zunächst mal beiseite stellen. Ingwer war nicht mehr so ganz frisch, der Ingwer, den ich hier hatte. Deswegen habe ich den hier grob geschält. Den raspel ich dann hier richtig fein, damit man hinterher keine Ingwerstücken im Mund hat. Das geht eigentlich ganz gut. Und das Gleiche machen wir auch nochmal mit der Knoblauchzehe hier. Knoblauch pellen und auch raspeln hier. Das geht gut. Und dann können wir das auch erstmal wegstellen. Nächster Schritt, unsere Zwiebel. Die Zwiebel pelle ich, und dann halbiere ich sie und schneide sie in Spalten. Die sollen nicht ganz so klein sein. Die wollen wir hinterher noch sehen, auch im Essen. Deswegen auch rot. Also auch optisch wirklich eine schöne Idee. Und dann zerpule ich so ein bisschen die einzelnen Spalten, damit die auseinandergehen hier, damit wir nachher ein bisschen mehr Masse im Wok haben. Dann trenne ich von dem Brokkoli hier die Röschen ab. Auch da so schneiden, wie ihr es mögt, die ihr gut mit Stäbchen oder mit einer Gabel essen könnt. Dann bereite ich auch schon mal meine Frühlingszwiebel vor, die ich hier in kleine Röllchen schneide, später zum Garnieren. Ja, Vorbereitung abgeschlossen. Das Fleisch haben wir ein bisschen mariniert, Sojasauce und Stärke. Außerdem Knoblauch und Ingwer gerieben, vorher gepellt. Dann haben wir außerdem Brokkoli in kleine Röschen geschnitten, Zwiebel gepellt in Spalten und Frühlingszwiebel in kleine Röllchen. Weiter geht's. Jetzt
rühre ich noch die Soße zusammen. Das ist jetzt wirklich einfach. Jetzt gebe ich einfach hier die Rinderbrühe in mein Gefäß. Und zur Rinderbrühe kommt jetzt einfach die Sojasauce dazu. Das verrühren wir alles. Außerdem der Sherry, den ich jetzt hier noch dazu gebe. Und jetzt rühre ich parallel vorher zunächst mal Wasser und Stärke an. Dieses Wasser-Stärke-Gemisch sorgt nachher dafür, dass die Brühe etwas bindet, etwas dickflüssiger wird und so schön glänzend wird. Und als letztes fehlt in unserer Brühe nur noch der Zucker. Und das war es auch schon. Alles verrühren. Letzter Schritt, ach ja, richtig, Sambal-Oelek haben wir ja auch noch. Na, Sambal-Oelek kommt noch dazu jetzt. Und das war aber auch jetzt tatsächlich die letzte Zutat. Fertig mit der Soße. Zwischendurch habe ich Wasser aufgesetzt, hier zum Kochen gebracht und jetzt blanchiere ich ganz kurz nur meine Brokkoli-Röschen. Nicht lange, 3 Minuten, 4 Minuten vielleicht. Viel länger brauchen die nicht, höchstens 5, denn die sollen nicht matschig werden. Und damit sie nicht weiter durchziehen, gebe ich dann sofort danach die Brokkoli-Röschen in so eine Schüssel mit Eiswasser, damit sie sich auch gleich wieder abkühlen, die Farbe behalten und eben nicht matschig werden. Ja, nächster Schritt. Und jetzt können wir anfangen mit Anbraten. Wieder ein bisschen Erdnussöl in den Wok heiß werden lassen, richtig heiß werden lassen. Und jetzt brate ich mein Rind, meine Rinderhüfte hier, meine eingelegte an. Hier mal so ein Essstäbchen dazu, um das auseinanderzuziehen, damit das Fleisch nicht klebt. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Und das dauert jetzt auch nicht lange, wie immer, diese pfannengerührten Rezepte. Das geht ja relativ zügig. Und jetzt brate ich meine Rinderhüfte eventuell, wenn eure Pfanne nicht heiß genug wird, in einzelnen Portionen. Bei mir ging das ganz gut als Gesamtportion auch schon. Das müsst ihr ein bisschen nacheinander arbeiten. Und jetzt brate ich das Rindfleisch so lange an, bis das auch tatsächlich so ein bisschen eine Bräunung hat. Also es soll ja nicht total trocken werden und tot sein hinterher. Aber so ein bisschen Farbe soll es schon annehmen. Und wenn das also so aussieht, wenn ihr da oben so ein paar dunkle Stellen schon habt, dann reicht es auch. Mehr wollen wir nicht. Das reicht. Das ist auf jeden Fall durch und raus geht's. Ja, nächster Schritt. Wieder etwas Öl in die Pfanne. Und jetzt kommen als nächstes die Zwiebeln in den Wok. Und auch da immer rühren, rühren, rühren. Ne, schön bewegen. Und auch die Zwiebeln sollen nicht matschig werden. Die sollen nicht weich werden, sondern die sollen so ein bisschen angebraten werden. Aber sollen natürlich auch ein bisschen Biss haben. Und jetzt gebe ich dazu Ingwer und Knoblauch. Wenn die Zwiebeln so ein bisschen beginnen weich zu werden. Und Ingwer und Knoblauch brate ich auch nur so lange mit, bis beides anfängt wirklich deutlich spürbar zu duften. Nicht länger, weil sonst der Knoblauch bitter wird. Also wenn Aroma sich entwickelt, weitermachen. Und jetzt kommt Brokkoli dazu. Und der Brokkoli ist ja fertig. Der ist ja schon durch. Das Ganze mischen wir jetzt nur noch. Ein bisschen anbraten im Wok. Aber auch nicht zu lange, denn die Gemüse sollen alle noch knackig bleiben. Und jetzt gebe ich auch schon meine Soße dazu. Müsst ihr schauen, wie viel Soße ihr haben wollt. Ich habe jetzt meine gesamte Menge dazugegeben, weil wir dazu Reis essen werden. Und da braucht man ja ein bisschen Soße, dass man nicht so wenig Soße hat. Und jetzt gebe ich zu der Soße, wenn die so ein bisschen aufgekocht ist. Die soll jetzt schon ruhig ein bisschen andicken. Ihr seht das dann auch sofort. Die wird dann ein bisschen dickflüssiger. Wieder mein Rindfleisch dazu. Das kommt jetzt wieder zurück. Und das Ganze mische ich jetzt nur noch durch, denn auch Rindfleisch ist ja schon durch. Da ist ja nichts mehr zu braten noch. Die Zutaten sind ja alle schon durch. Ja, und das war es auch schon. Mehr machen wir nicht mehr. Und das war ein schnelles Rezept, oder? Und jetzt können wir auch schon gucken, ob es geklappt hat. Ja, mal schauen, ob es geklappt hat. Ich habe ein bisschen Reis gekocht und das Einzige, was ich jetzt noch als Garnitur dazugebe, sind meine kleinen geschnittene Frühlingszwiebel hier für die Optik, aber auch für den Geschmack. Das passt ganz wundervoll, schön frisch. Außerdem kommen jetzt noch Sesamkörner oben drüber, die auch das Rindfleisch prima ergänzen. Jetzt wollen wir mal gucken, ob es auch schmeckt.
sensationell. Also wirklich toll. Das Rindfleisch ist ganz zart. Die Zwiebeln und das Rind sind so ein bisschen süßlich durch das Sambal Oleg. Eine sehr angenehme Schärfe. Ihr habt gesehen, kein Pfeffer, kein Salz. Trotzdem ein super Gericht. Der Brokkoli ist noch ganz knackig. Tolles Rezept. Also ich denke, hat geklappt, mein Rindfleisch mit Brokkoli wie beim Asiaten. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.